For første gang på norsk TV vises Kampf om Norwegen, Nazi-Tysklands egen dokumentarfilm om angrepet på Norge. Übernahme durch den Führer wird ein verarmtes, zerschlagenes, gedemütigtes und misshandeltes Deutschland zur Großmacht. Großdeutschland wird geschmiedet. Die Ostmark verbindet ihr Schicksal mit dem Reich. Das Sudetenland wird frei. Das Reichsprotektorat Böhmen und Mähren wird geschaffen. Memel kommt zurück ins Reich. Aber noch liegt immer ein tiefer Graben zwischen der urdeutschen Stadt Danzig und dem Reich. Polen und die Westmächte lehnen jeden vernünftigen Vorschlag zu einer Regelung der Probleme um Danzig und den Korridor ab. Polen wird der Rücken gestärkt. Dann sprechen die Waffen. Polens Hauptstadt kapituliert. Der große Aufmarsch an der Westfront beginnt. Die neuen Fronten zeichnen sich ab. Trotz der scheinbaren Ruhe des Winters 1939-40 waren unsere Gegner auf der Suche nach einer günstigen Angriffsposition. Chamberlain, der englische Ministerpräsident, glaubte, dass England wie im Weltkrieg wieder durch die Hungerblockade das deutsche Volk in die Knie zwingen kann. Frauen und Kinder sollen verhungern. Der Überfall Russlands auf Finnland schien für England ein willkommener Vorwand zu sein, um strategisch wichtige Punkte in Norwegen und Schweden zu besetzen, vor allem den Erzhafen von Narvik. Dieser Plan wurde auch nach Abschluss des russisch-finnischen Krieges weiter verfolgt. Die norwegische Regierung schien nicht gewillt zu sein, ihre Neutralität wirklich zu verteidigen. Anzeichen deuteten darauf hin, dass eine Besetzung Norwegens durch England und Frankreich unmittelbar bevorstand. Die Gefahr, dass England in Norwegen und Dänemark Häfen und Flugplätze für den Angriff auf Deutschland besetzt, musste unbedingt verhindert werden. Man muss sich einmal die Folgen einer derartigen Bedrohung der deutschen Flanke vorstellen. Norddeutschland Massenangriffen der englischen Luftwaffe ausgesetzt. Als im Februar der englische Zerstörer Cossack in den Jøssingfjord eindrang und innerhalb der norwegischen Hoheitsgewässer schon die Schüsse im Kampf um Norwegen. In den ersten Tagen des April beginnen die Alliierten Landungstruppen für Norwegen einzuschiffen. In gegnerischen Wochenschauen, die uns später in die Hände fielen, fanden wir diese Bilder.
Gleichzeitig legen die Engländer in den norwegischen Hoheitsgewässern Minensperren. Vor Stavanger. Und Bergen. Und auch im Westfjord, der wichtigen Einfahrt zum Erzhafen Narvik. Zuverlässige Erkundungen haben dem Führer die Absicht des Feindes enthüllt. Die deutsche Gegenaktion war in allen Einzelheiten vorbereitet. Ein Befehl genügte, um sie sofort in Gang zu bringen. Die Führung des ganzen Norwegen-Feldzuges, einschließlich der Besetzung Dänemarks, lag in den Händen des Generals der Infanterie von Falkenhorst. In aller Stille werden Material und Truppen nach der Küste gebracht und auf Kriegsschiffe verladen. Aus Gründen der Geheimhaltung des ganzen Unternehmens werden Frachtschiffe mit Nachschub erst später verwendet. Die in Norwegen eingesetzte Flotte stand unter dem Befehl von Generaladmiral Karls. Fast die ganze deutsche Kriegsflotte stand für diesen Einsatz bereit. Nur so war es möglich, eine ganze Armee schnellstens nach Norwegen zu bringen. Hier die für Narvik bestimmten Zerstörer. Die Besetzung der wichtigsten Hafenplätze an der langen norwegischen Küste war ein gewagtes, schwieriges Unternehmen. Stellen Sie sich einmal die Entfernungen vor. Einige Monate später stehen deutsche Soldaten in Kirkenes, unweit der norwegisch-finnischen Grenze. Um zu verstehen, welcher Wagemut für das Unternehmen erforderlich war, muss man sich nicht nur die Entfernungen, sondern auch einmal das Kräfteverhältnis zwischen der deutschen und der englischen Flotte vorstellen. Im April 1940 verfügt die englische Flotte über 14 Schlachtschiffe, die deutsche nur über 2. Die Engländer über 15 schwere Kreuzer, die Deutschen über 4. 49 englischen leichten Kreuzern standen 6 Deutsche gegenüber. 193 englische Zerstörer gegen nur 20 deutsche Zerstörer. Darüber hinaus standen Englands Übermacht 9 Flugzeugträger und Flugzeugmutterschiffe zur Verfügung. Auf deutscher Seite war diese Waffe überhaupt nicht vorhanden. Gegen diese gewaltige Übermacht wurde die Aktion nach Norwegen gewagt. Die deutschen Einheiten verlassen ihre Häfen so, dass sie am 9. April gleichzeitig die befohlenen Landungspunkte erreichen. Nur so ist eine Überraschung möglich. Zum ersten Mal in der Kriegsgeschichte wird das Flugzeug zum Transport größerer Verbände eingesetzt. Der wichtige Platz Stavanger wird zum Beispiel nur von der Luft aus. 10.000 Mann werden in den ersten Tagen durch die Luft nach Norwegen gebracht. Zu Beginn des Unternehmens waren die Verbände der Luftwaffe dem General der Flieger Geisler unterstellt. Später dem Generalobersten Milch. Die Luftwaffe sichert die Transporte der Kriegsmarine und den Nachschub. Feindliche Seestreitkräfte. Jagd- und Kampfflugzeuge sichern die deutschen Truppentransporte gegen feindliche Flieger- und U-Boot-Angriffe. Erstmalig in der Kriegsgeschichte ist die stolze englische Flotte in ihren Aktionen durch diese starke Luftwaffe behindert.
Es war unerlässlich, auch Dänemark in diese Sicherungsaktion einzubeziehen. Denn die Auswirkung einer gegnerischen Besetzung Dänemarks wäre nicht abzusehen gewesen. Dänemark wird unter den Schutz der deutschen Wehrmacht gestellt. Die Durchführung dieser Operation erfolgt unter dem Befehl des Generals der Flieger Kaupisch. Kopenhagen. In den frühen Morgenstunden wird die Zitadelle von Kopenhagen besetzt. Fallschirmjäger sichern die militärisch wichtige Verbindungsbrücke zwischen den Inseln Seeland und Lolland. Befehl des Königs von Dänemark unterbleibt jeder weitere Widerstand. Dänemark, die entscheidende Etappe nach Norwegen, wird so ohne Kampf und ohne Zerstörung gesichert. Der König reitet in gewohnter Weise schon am gleichen Tag wieder durch die Straßen Kopenhagens. In Norwegen war die Eroberung des Oslofjords das schwerste Unternehmen. Sie erfolgte ebenfalls am 9. April, gleichzeitig mit der Landung in allen anderen Häfen. Der Fjord ist 100 Kilometer lang und stark befestigt. Die Kreuzer Blücher, Lützow und Emden stoßen tief in das Innere des Fjords vor. Zwei Räumboote und zwei Torpedoboote werden nach dem wichtigen Kriegshafen Horten abgezweigt. Die Landungsgruppen stoßen doch im Morgengrauen auf Widerstand. Ihr entschlossenes, draufgängerisches Vorgehen bringt den wichtigen Platz mit dem Arsenal in deutscher Hand. 70 Mann bringen 1200 Gefangene ein. Inzwischen laufen in der ersten Dämmerung die drei Kreuzer weiter in den Fjord ein und erreichen an der schmalsten Stelle bei Oskarsborg Dröbak den inneren Festungsgürtel der Norweger. Hier muss der Verband unmittelbar unter den 28 cm Geschützen und an der Torpedobatterie von Oskarsborg vorbei. Die schweren Küstengeschütze eröffnen auf 500 Meter Entfernung das Feuer. Kreuzer Blücher erhält schwere Treffer. Zwei Torpedos der Torpedobatterie auf Kaholm besiegeln das Schicksal des stolzen Schiffes. Die Kreuzer Emden und Lützow landen ihre Truppentransporte in Son. Dem Vormarsch nach Oslo wird kein wesentlicher Widerstand entgegengesetzt. Die Torpedobatterie, der Blücher zum Opfer gefallen ist, ist im Felsen versteckt eingebaut. Der Torpedo wird zu Wasser gebracht. Hier die Zieleinrichtung. Und das ist die Auslösung für den Torpedo. Die Beobachtungsschlitze waren mit einer Gartenhecke sehr gut getarnt. Von See her war Oslo vorerst nicht zu erreichen. Aber schon nähert sich die Lufttransportstaffel der norwegischen Hauptstadt.
Die Norweger hatten auf dem Flugplatz MGs in Stellung gebracht. Sie wurden niedergekämpft. Dabei gingen auf dem zu kurzen Flugplatz einige deutsche Maschinen zu Bruch. Die gelandete Infanterie sammelt sich rasch und marschiert nach Oslo. Noch ist der Wasserweg durch die Festung Oskarsborg gesperrt. Sie wird am 9. April von Lützow mit schwerer Artillerie beschossen, dann von deutschen Kampfflugzeugen mit Bomben belegt, bis sie den Widerstand aufgibt. Jetzt ist auch der Wasserweg nach Oslo frei. Der Kreuzer Emden hat im Hafen von Oslo festgemacht. Die Verwundeten des Blücher werden an Land gebracht. Den Toten wird die letzte Ehre erwiesen. Mit klingendem Spiel marschieren die Truppen im Stadtzentrum von Oslo an Generalmajor Engelbrecht vorbei. Einen Tag später wird die Bevölkerung durch englische Rundfunkmeldungen in Panik versetzt. Angeblich sollte die britische Flotte in wenigen Stunden vor Oslo erscheinen und die Stadt beschießen. Aber es war selbstverständlich nur blinder Alarm. In derselben Stunde, als die deutschen Truppen in den Oslo-Fjord eindringen, wird die Landung in Kristiansand durchgeführt. Zunächst misslingt der erste Versuch. In dichtem Nebel muss starker feindlicher Widerstand niedergekämpft, bis die Küstenbatterien schweigen und die Truppen landen können. Das ist Kristiansand. Auf der Rückfahrt wurde der Kreuzer Karlsruhe ein Opfer englischer Torpedos. Kreuzer Königsberg mit Kurs auf Bergen. Zur selben Stunde wird Bergen besetzt. Bergen liegt, wie die meisten norwegischen Hafenplätze, nicht an der offenen Küste, sondern hinter großen vorgelagerten Inseln und ist nur über lange, schmale Wasserstraßen zu erreichen. Sperrbatterien riegeln die Einfahrt zur Stadt ab. Doch der Durchbruch wird gewagt. Hart ist der Kampf.
Landungsabteilungen erobern die Batteriestellungen der West- und Nordeinfahrt. Truppen, die die Stadt betreten, begibt sich General Tittel. Bitte verwechseln Sie ihn nicht mit dem Narvik-Kämpfer Dietl, zum norwegischen Kommandanten, um ihn zur Übergabe aufzufordern. Am folgenden Tag greifen englische Flugzeuge an. Sie versenken den bereits in den Kämpfen beschädigten Kreuzer Königsberg. Die Eroberung der norwegischen Batterien ist maßgebend durch die Luftwaffe unterstützt worden. Nun landen die ersten deutschen Flugzeuge im Hafen von Bergen. Die 10 für Narvik eingesetzten Zerstörer waren vorerst im Verband mit der Trondheim-Gruppe, die aus einem schweren Kreuzer und weiteren 4 Zerstörern besteht. Überdies sind als Geleit die beiden Schlachtschiffe Gneisenau und Scharnhorst beigegeben. Fernaufklärer haben einen wesentlichen Anteil am Gelingen des Unternehmens. Sie melden ständig den Standort feindlicher Seestreitkräfte. Am Nachmittag trennen sich Admiral Hipper und 4 Zerstörer vom Verband und stoßen dann ebenfalls am 9. April zur befohlenen Zeit mit Höchstfahrt durch die Enge von den Norwegern mit Scheinwerfern und Geschützen gesicherte Einfahrt Trondheims vor. In Trondheim. Und die Engländer? Am 8. April, also schon vor der deutschen Landung, waren die britischen Truppen bereits eingeschifft, die Transporte zum Teil ausgelaufen. Aufklärungsflieger meldeten der britischen Admiralität das Auftreten deutscher Seestreitkräfte in der Nordsee. Die britische Admiralität beorderte daraufhin ihre Transportschiffe, auf die sie einen Angriff vermutete, sofort zurück. Englische Kriegsschiffe versuchten, den schnellen deutschen Verband zu stellen. Es war zu spät. Auf dem Wege nach Narvik sind die deutschen Zerstörer in schweren Sturm geraten. Menschen und Boote werden bis zum Alleräußersten beansprucht. Nur die Zähigkeit des Durchhaltens sichert den Erfolg. Ganz allein auf sich angewiesen, müssen die Zerstörer ohne Lotsen, ohne Seezeichen die Einfahrt in den Ofotfjord finden. Vor Narvik geraten die Boote in dichte Nebel. Die Leuchtfeuer haben die Norweger gelöscht. Sturm und schlechte Sicht erleichtern es aber, vom Feind ungesehen den Zielhafen zu erreichen. 2 norwegische Küstenpanzer versuchen, das Einlaufen in den Hafen von Narvik mit Waffengewalt zu verhindern. Beide werden versenkt. General Dietl verlässt seinen Zerstörer und begibt sich in einer Barkasse an Land. Seiner Verhandlungskunst gelingt es, zweckloses Blutvergießen zu vermeiden. Frachtdampfer, Schiffe aller Nationen liegen im Hafen. Sie sind vorwiegend mit Erz beladen.
Darunter ist auch ein deutscher Walfänger, der jetzt mit seinen Ölvorräten eine willkommene Hilfe ist. Es war vorgesehen, dass die Zerstörer bereits am gleichen Abend wieder auslaufen sollten. Aber immer wieder musste der Kommodore die Ausfahrt verschieben. Die Ölübernahme bereitete Schwierigkeiten. Nach Narvik beorderte Tanker waren unterwegs durch Feindeinwirkung ausgefallen. Während Truppen Narvik besetzen, sind starke Teile der Gebirgsjäger in Bjerkvik gelandet und haben den norwegischen Truppenübungsplatz Elvegardsmoen genommen. Ihre Aufgabe ist es, den Raum Narvik nach Norden abzuschließen. Am 9. April abends sind alle wichtigen Häfen der norwegischen Küste besetzt. Auch im fernen Narvik ist die Aufgabe planmäßig erfüllt. Die Kriegsmarine hat sich glänzend bewährt. Überraschend gelangen am folgenden Tag im Nebel und bei Schneetreiben 5 englische Zerstörer dicht an den Hafen und eröffnen mit Artillerie und Torpedos das Feuer auf die Deutschen. Der Zerstörer Wilhelm Heidkamp wird schwer getroffen und sinkt. Kommodore Bonte stirbt den Heldentod. Das sind englische Aufnahmen. Die Engländer nehmen ihre Schiffbrüchigen auf. Von ihren 5 Zerstörern sind bereits 2 vernichtet. 3 Beschädigten gelingt es zu entkommen. Auch 2 deutsche Zerstörer sind ausgefallen. Auf einem anderen deutschen Zerstörer brennt es. Nach 10 Bemühungen gelingt es, das Feuer zu löschen. Nach dem englischen Angriff. Die Anforderungen, die an die Fernaufklärer gestellt werden, sind groß. Ihre Operationsbasis Trondheim liegt 650 Kilometer von Narvik entfernt. Die erste Hilfe aus der Heimat für Narvik. Ein großes Transportflugzeug bringt Munition und Verpflegung. Warum dieser harte Kampf um Narvik? Es geht um Erz. In Schweden liegt der Erzberg von Kiruna. Von dort führt wohl eine Bahn nach dem Ostseehafen Luleå. Dieser Hafen ist aber im Winter 5 bis 6 Monate vereist. Wichtiger ist die Erzbahn nach Narvik, das durch die Wirkung des Golfstromes das ganze Jahr eisfrei ist. Daher ist Narvik der große Umschlaghafen und im Krieg zwangsläufig ein wichtiger Kampfplatz. Das ist der Erzberg von Kiruna. In Friedenszeiten wurden 10% seiner hochwertigen Eisenerze nach England und 90% nach Deutschland geliefert. Auf der Erzbahn nach Narvik. Dieses einsame Haus bei Björnfjell war während vieler Wochen das Hauptquartier von General Wiedtl. Die Erzbahn ist im letzten Teil über dem tief eingeschnittenen Rombakkenfjord angelegt. Ankunft in Narvik.
Auf diese schwedische Birze war die deutsche Rüstungsindustrie damals angewiesen. Ihren Transport nach Deutschland wollte England verhindern. Daher mussten die Deutschen unter allen Umständen Narvik in die Hand bekommen. 3 Tage nach der Landung, am 13. April, dringen die Engländer mit einem Schlachtschiff und 9 großen Zerstörern in den Fjord ein. Ein als Vorpostenboot im Außenfjord liegender deutscher Zerstörer meldet den Angriff. Es kommt zu einem schweren Kampf. 3 weitere Zerstörer laufen aus dem Hafen von Narvik und greifen in das Gefecht ein. Nachdem die letzten im Kampf stehenden deutschen Zerstörer ihre Munition und Torpedos verschossen haben, nehmen sie Kurs auf den Rombangenfjord. Es gilt, die Schiffe dem Zugriff des Gegners zu entziehen. Die deutschen Besatzungen müssen ihre 4 letzten Zerstörer sprengen und vernichten, nachdem die Mannschaften und ein Teil der Waffen noch geborgen werden konnten. In Narvik sind die Hafenanlagen stark beschädigt. Beinahe alle im Hafen liegenden Schiffe sind zerstört und versenkt. Entgegen allen Vermutungen unterbleibt jedoch jeder englische Landungsversuch in Narvik. Die Besatzungen der im Rombaksbotten gesprengten deutschen Zerstörer haben sich dann an diesen Steilhängen emporgearbeitet und die Erzbahn erreicht. Inzwischen sind aber von Narvik aus bereits Gebirgsjäger auf der Erzbahn vorgestoßen. Die Besatzungen der Zerstörer, etwa 1500 Mann, reihen sich in die Front der Gebirgsjäger ein. So hat die Marine nicht nur unter schwierigsten Umständen den Transport der Gebirgsjäger nach Narvik durchgeführt. Mit der Waffe in der Hand steht sie im ungewohnten Gebirgsgelände viele Wochen im harten Kampf gegen feindliche Übermacht. Die Marinesoldaten bewährten sich nicht nur seemännisch, sondern auch infanteristisch. General Dietl auf den Hängen über dem Rombakenfjord. Alarm! Englische Zerstörer fahren in den Rombakenfjord ein und beschießen die Erzbahn. Uns stehen nur Maschinengewehre, keinerlei schwere Waffen zur Verfügung. Denn die für Narvik bestimmte Artillerie hat ihren Bestimmungsort nie erreicht. Schon in den ersten Tagen vertreiben Gebirgsjäger Reste der versprengten norwegischen Truppen bei Björnfjell an der schwedischen Grenze. In Oslo sind die gelandeten Truppen zunächst zu schwach, um das Hinterland zu besetzen. Durch eine fast bis Elverum vorstoßende motorisierte Abteilung wäre beinahe die norwegische Regierung gefasst worden. Endgültig beginnt der Vormarsch nach dem Eintreffen weiterer Verstärkung. Die Norweger sind mit allem Notwendigen ausgerüstet, mit Schneeschuhen, Schlitten und zweckmäßiger Kleidung. Außerdem sind sie ja in dem schwierigen Gebirgsgelände zu Hause. Der Winter 1939-40 ist besonders hart und lang. Selbst an der Küste liegt noch Schnee und Eis. Die ersten Ziele sind die Besetzung Südostnorwegens und Vorstoß auf Hønefoss und Kongsberg. Dann sollen die in Oslo gelandeten Truppen auf Trondheim und auf Bergen vorstoßen.
Südostnorwegen wird nach mehreren Gefechten von geringen Kräften bis zur schwedischen Grenze besetzt. Die deutsche Spitze bleibt am Feind. Gefangene Norweger. Die Waffen werden sichergestellt. Bei Kongsberg wird durch zwei Kompanien ein norwegisches Truppenlager ohne Kampf genommen. In zweitägigem Gebirgskampf wird Hønefoss erreicht. Die Besetzung von Südostnorwegen und die Vorstöße auf Kongsberg und Hønefoss zerschlagen die erste norwegische Division. Gleichzeitig wird auch in der Marschrichtung Drontheim das Südende des Mjösensees erreicht. Der Bergenbahn wurde vorgestoßen, bis eine gesprengte Brücke zur Einstellung des Unternehmens zwang. Drontheim. Drontheim an Land gesetzten Gebirgsjäger besetzten vor allem die nach Schweden führende Bahnlinie. Erst am 14. April kommt der lang erwartete englische Gegenstoß. Die Engländer landen starke Kräfte in Arendalsnes. Sie sollen den von Oslo kommenden deutschen Truppen entgegentreten. Einige Tage später wird eine englisch-französische Gruppe auch bei Namsos ausgeladen, die von Norden her auf Drontheim vorstoßen soll. Deutscherseits werden folgende Gegenmaßnahmen veranlasst. Erstens, die Gruppe Oslo stellt vordringlich die Verbindung durch das Gudbrandsdal und Österdal nach Drontheim her. Zweitens, die Luftwaffe stört weitgehend die Ausschiffung der Engländer bei Arendalsnes und Namsos. Die Bahnlinie Arendalsnes-Dombos wird unterbrochen. Drittens, die Kriegsmarine bringt mit allen Mitteln, auch mit U-Booten, den dringend benötigten Nachschub nach Drontheim, namentlich Flak- und Fliegerbenzin. Viertens, bei Dombos abgesetzte Fallschirmjäger stören den wichtigen Bahnknotenpunkt. Sie haben mehrere Tage den Aufmarsch der Norweger aufgehalten und den Kampf erst aufgegeben, als der letzte Rest der Munition verschossen war. Fünftens, nach Drontheim werden verstimmt Luftwege zugeführt. Ein Blick aus dem Flugzeug lässt die ungeheuren Schwierigkeiten ahnen, die die deutschen Truppen bei ihrem Vorgehen hier zu überwinden hatten. Das Rückgrat des weiteren Vormarsches der Gruppe Oslo nach Drontheim ist die Reichsstraße 50. Die am Mjösensee entlang über Lillehammer durch das Gudbrandsdal nach Dombos führt. Durch eine gewagte Umgehung des Feindes auf dem Eis des Mjösensees werden die Norweger gezwungen, das zäh verteidigte Strand Løkka aufzugeben und sich zurückzuziehen. Einen Tag später ist Hamar genommen.
Die nächstwichtige Verbindung nach Trondheim führt durch das Österdal. Hier wurde Elverum besetzt. Auch die Kolonnen links vom Mjösensee gingen vor und erreichen nach mehrfachen Gefechten Gjøvik. Der Nachschub ist durch den Verlust einzelner Transportschiffe erschwert. Daher leiden die geringen deutschen Kräfte Mangel an Ausrüstung, Transportmitteln und schweren Waffen. Unter diesen erschwerten Bedingungen sind ihre Leistungen besonders zu werten. Die folgenden Bilder sollen einen Begriff geben von der Landschaft und der Kampfesweise der Norweger. Man muss sich vorstellen, dass nicht nur an dieser Stelle, sondern überall in Südnorwegen ähnliche Schwierigkeiten überwunden werden mussten. Kurvenreiche, unübersichtliche Straßen erleichtern dem Gegner überraschende Feuerüberfälle. Baumsperren sind ein häufig angewandtes Mittel der Norweger, um den Vormarsch aufzuhalten. Meistens verteidigen die Norweger diese Sperren nur kurz, um sich dann nur wenige hundert Meter auf das nächste Hindernis zurückzuziehen. Oft ist die einzige Vormarschstraße viele Kilometer lang mit solchen Hindernisketten gesperrt. Pioniere nach vorn! Eine Felssperre. Einige Panzer, die hier ausnahmsweise zur Verfügung stehen, nehmen die Verfolgung auf. Gesprengte Brücken zwingen die Spitze häufig zu schwierigen Umgehungen oder zum Bau von behelfsmäßigen Übergängen. Schon wieder ist vor den Augen der anrückenden Truppe eine Brücke gesprengt worden. Der vereiste Bach ermöglicht aber der Infanterie sofort nachzustoßen. Beim Verlassen der Straße behindert die Soldaten tiefer Schnee. Sofort beginnen Pioniere, die Brücken in Stand zu setzen.
großen Brücken wurden vom Feind gesprengt. Bricht feindlichen Widerstand auf dem Vormarsch am Jösensee entlang auf Amar. Unermüdlich sind deutsche Minensuchboote, Räumboote und U-Boot-Jäger bei ihrer gefahrvollen Aufgabe, die verminten Gewässer für die Transportflotte zu säubern. Wasserbomben auf U-Boote. Dank der aufreibenden Arbeit unserer Sicherungsverbände der Marine und der Luftwaffe ist nun der Nachschub nach Norwegen gewährleistet. Er hat einen gewaltigen Umfang angenommen. Die Heimat arbeitet mit allen Kräften für die Front. Teil der verfügbaren Handelsflotte eingesetzt. Die in der Heimat geschmiedeten Waffen, Munition und Verpflegung treffen laufend in Norwegen ein. Inzwischen wurde auch im Österdal weiter vorgestoßen. Und an der Vormarschstraße 50 um den Lundehöck da schwer gekämpft. Der Feind wird geworfen. In der Frühe des nächsten Tages Lillehammer überfallartig genommen. Erstmalig haben den Deutschen da Engländer gegenübergestanden. Englische Akten, die hier in unsere Hände fielen, enthielten die Befehle für die bereits für den 8. April geplante Besetzung von Norwegen. Der weitere Vormarsch führt durch das tief eingeschnittene Gudbrandsdal. Bei Kvam muss starker Widerstand niedergerungen werden. Hierdurch stößt ein schwacher deutscher Verband in erbitterten Kämpfen alle Hindernisse. Der Divisionskommandeur, Generalleutnant Pellengar. Nördlich von dem hartnäckig verteidigten Otta ist die Eisenbahn weniger zerstört als die Straße. Sofort wird sie für den Vormarsch ausgenutzt.
Am letzten April ist bereits Donbass erreicht. Die Entwicklung des Vorstoßes auf Trondheim durch das Gudbrandsdal und durch das Österdal in der dritten Woche des Feldzuges. Auch die Gruppe im Österdal hat hartnäckige Kämpfe zu bestehen. In einem Seitental des Gudbrandsdales werden große Teile der 2. norwegischen Division in mehrtägigem Kampf im ausweglosen Gebirgsraum des Gausdales eingeschlossen und gefangen genommen. Die Trondheim-Gruppe unter Generalmajor Wojtasch hatte indessen in Gefechten mit englischen Truppen die Enge von Steinkjer besetzt. Elftausend Engländern, Franzosen und Norwegern standen nur 4.000 Deutsche gegenüber. Trotzdem gelang es der Übermacht der Alliierten nicht, nach Trondheim vorzustoßen. Der Landungsraum kann jetzt auch nach Süden erweitert werden. Nach einem Gefecht bei Stören ist die Straße nach Süden frei. Am 29. April, 3 Wochen nach Beginn der Besetzung Norwegens, treffen sich die Spitzen aus Trondheim und aus Oslo. Die wichtigste Aufgabe in Mittel- und Südnorwegen ist damit gelöst. Still und heimlich gehen die Engländer bei Arendalsnes und Namsos auf ihre Schiffe. Inzwischen war der Befehl der Luftwaffe General der Flieger Stumpf unterstellt worden. Generaloberst Milch übernahm eine Aufgabe im Feldzug in Frankreich. Die Luftwaffe macht dem fliehenden Feind das Einschiffen zur Hölle. Es wird Sie im Übrigen sicher interessieren, was zu diesem deutschen Erfolg die Yorkshire Post schrieb. Wir haben uns zurückgezogen, ohne einen einzigen Mann zu verlieren und haben damit eine Tat vollbracht, die in den Annalen der Kriegsgeschichte als einer der größten ihrer Art fortleben wird. Wie sah dieser Rückzug aber wirklich aus? Am 3. Mai zersprengt die deutsche Luftwaffe bei Namsos englische Seestreitkräfte. Der Einsatz der deutschen Luftwaffe durch Bombenabwürfe auf Kriegsschiffe während des Feldzuges in Norwegen ist ein Wendepunkt in der ganzen Seekriegsgeschichte. Das Küstenvorfeld wird durch die Luftwaffe um viele hundert Kilometer erweitert. Die überlegene englische Flotte gelangt nur zögernd zum Einsatz.
Engländer aus Åndalsnes und Namsos haben die Reste der 2. norwegischen Division bei Åndalsnes die Waffen gestreckt. Ebenso die 5. norwegische Brigade bei Snåsa. Schon nach wenigen Wochen, noch bevor in Narvik die Entscheidung fiel, wurden die norwegischen Gefangenen entlassen. In der letzten Aprilwoche wurde auch Westnorwegen gesäubert und die Verbindung zwischen Oslo und Bergen sowie nach dem Sonjefjord hergestellt. General Engelbrecht dreht nach Erreichen von Gjøvik zum Sonjefjord ab. Der Vormarsch erfolgt auf mehreren Straßen. Bei Bagen leisten die Norweger besonders zähen Widerstand. Im weiteren Verlauf geht eine Kolonne auch über Gol vor. Sie schneidet den Norwegern bei Borlaug den Rückweg zum Sonjefjord ab. Da das Hochgebirge ein Ausweichen nach Norden ausschließt, muss die 4. norwegische Brigade mit 3000 Mann die Waffen strecken. Die Bergengruppe unter Generalmajor Tittel ist indessen mit schwachen Kräften im zähen Vordringen längs der Bahn und längs des Hardanger Fjords. Zum Teil von der Marine tief in die Fjorde herangebracht, nehmen die eingesetzten Heerestruppen in schwierigen Gebirgsmärschen, unterstützt von der Luftwaffe, Voss im Kampf. Von dort stoßen Teile durch den fast 6 Kilometer langen Myrdal-Tunnel bis halbwegs Gol vor. Jetzt treffen sich am 1. Mai Soldaten der Bergengruppe mit Soldaten der Oslo-Gruppe. Am gleichen Tage wird auch der Sonjefjord erreicht. Somit sind die wichtigen Verbindungen von Oslo nach Trondheim und zwischen Oslo und Bergen hergestellt. Süd- und Mittelnorwegen sind befriedet. Während das Heer und die Luftwaffe gemeinsam ihre Aufgaben lösten, hatten Marineartillerie und Flak ihre Stellungen an den wichtigsten Punkten der Küste bezogen. Jede Annäherung von Schiffen und Flugzeugen stößt auf stärkste Gegenwehr. Wirtschaftlich bedeutet der militärische Erfolg Deutschlands einen erheblichen Ausfall an Rohstoffen für England. England verliert mit Skandinavien 81% seiner Zellstoffeinfuhr, 73% an Grubenholz, 35% an Butter und 10% der Eisenerzeinfuhr. Dieser Ausfall muss nunmehr anderswo auf langen Seewegen beschafft werden. Die Rohstoffe Skandinaviens kommen nunmehr Deutschland zugute. Durch die Besitznahme der norwegischen Küste sind für unsere Luftwaffe die Angriffe auf England und Schottland erleichtert. Bedeutende Absprunghäfen wurden errichtet, vor allem zur Überwachung der englischen Flottenbewegungen. Auch für die Seestreitkräfte sind die norwegischen Häfen zu einer wertvollen Ausgangsbasis geworden. Thank you.
Narvik. 5 Wochen haben inzwischen unsere Gebirgsjäger und die Besatzungen der Zerstörer unter General Dietl hier oben gekämpft und ausgehalten. In diesen Tagen erreicht sie oft die Nachricht vom Beginn des Kampfes gegen Frankreich, die in den Herzen der Narvik-Kämpfer begeisterte Aufnahme findet. Nach der Landung in Narvik wurde die Küste gesichert. Die Erzbahn wurde bis zur schwedischen Grenze besetzt. Schwache Kräfte der Nordgruppe drangen von Elvegardsmoen bis zum nächsten Fjord vor und vernichteten ein norwegisches Bataillon. Insgesamt stehen im ganzen Gebiet Narvik der Gruppe Dietl nur knappe 3500 Mann Gebirgsjäger und Marinesoldaten zur Verfügung. Die Engländer haben sich inzwischen eine Operationsbasis in Harstad geschaffen. Ständig beschießen ihre Zerstörer Narvik und die Erzbahn. Als es ihnen gelingt, die Fähre über den Rombakkenfjord zu vernichten, ist die unmittelbare Verbindung der Nordgruppe mit Narvik unterbrochen. Der Nachschub für die Nordgruppe muss nun auf beschwerlichem Gebirgsweg von Björnfjell herangebracht werden. Anfang Mai beginnt der Druck des Feindes, sich an verschiedenen Stellen fühlbar zu machen. Bei Elvenes durch norwegische Kräfte. Im Gratangenfjord durch Landung französischer Alpenjäger. Und südwestlich von Narvik durch Landung von Engländern und Polen. Verstärkungen springen an der Erzbahn bei Björnfjell ab. Denn Flugplätze gibt es im Felsengelände um Narvik überhaupt nicht. Jeder Meter Boden muss hier gegen die Angriffe einer 5- bis 6-fachen Übermacht verteidigt werden. Es gibt keine Wege, es gibt keine Unterkünfte. Der Kampf der deutschen Soldaten in diesen kahlen, tief verschneiten Gebirgshöhen ist unendlich hart. Fallschirmjäger reihen sich sofort in den Abwehrkampf ein. Die von den Norwegern zum Teil zerstörte Erzbahn ist bald wieder instand gesetzt und in Betrieb genommen worden. Ein Kapitänleutnant als Bahnhofsvorstand. In dieser wilden Landschaft ist die Bergung der Verwundeten besonders schwierig. Inzwischen bereiten die Alliierten bei Narvik einen Vernichtungsschlag gegen die Truppen des General Dietl vor.
Sie haben sich entschlossen, bei Bjerkvik zu landen und die Nordgruppe in Flanke und Rücken anzugreifen. Am 13. Mai erscheinen 14 Kriegsschiffe und Transporter mit französischen Alpenjägern vor Bjerkvik. Filmaufnahmen der Franzosen geben uns ein klares Bild vom Verlauf des Unternehmens. Bjerkvik geht in Flammen auf. An diesem Frontabschnitt steht eine einzige Kompanie Gebirgsjäger mit Marinesoldaten. Viele Stunden lagen sie im schwersten Feuer der Schiffsartillerie. Der Feind feuerte aus über 100 Rohren, von Kaliber 2 bis 38 Zentimeter. Der überlegenen Feuerkraft haben hier die Deutschen nichts, aber auch gar nichts entgegenzustellen als Gewehre und einige Maschinengewehre. Landungsboote des Gegners. Im Laufschritt stürmen die Franzosen nach vorn. Hier und dort schlägt dem angreifenden Gegner aus einigen Nestern im Gehfeuer entgegen. In der drückenden Übermacht der Legen, Narvik-Kämpfer sind in französische Gefangenschaft geraten. Der feindliche Plan misslingt. Rechtzeitig entzieht sich die Nordgruppe unter der Führung des obersten Windisch der Umklammerung und bezieht eine verkürzte Verteidigungsstellung. Franzosen landen weitere Truppen. Die Lage der kleinen deutschen Streitmacht wird von Tag zu Tag bedrohlicher. Tauwetter ist eingetreten und die Schlitten sind nicht mehr zu benutzen. Durch Trägerkolonnen müssen Munition und Verpflegung über unwegsames Gelände in die Stellungen gebracht werden. Die Versorgung der Truppe gerät in Stocken. Alles fehlt. Die Munition ist knapp. Schneeschuhe, warme Kleider sind nicht vorhanden. Ebenso Schneebrillen, Streichhölzer und Skiwachs. Lösung eines vorgeschobenen Postens. So hausten viele Wochen hindurch die Narvik-Kämpfer in Eis und Schnee, in Kälte und Nässe. Dietl kommt. Er steht seine Soldaten in nichts nach. Er ist ein Vorbild. Die Heimat kann nur schwache Hilfe schicken. Diesmal sind es Gebirgsjäger, die in nur wenigen Tagen für den Fallschirmsprung geschult worden sind.
als am 28. Mai unmittelbar bei Narvik französische Alpenjäger und Norweger landen, muss die Stadt nach heldenhaftem Widerstand aufgegeben werden. Der Rückzug erfolgte an der Erzbahn und am Weißfjord entlang. Zunächst wurde im äußerst schwierigen Gebirgsgelände eine Verteidigungslinie zwischen der Strömmenenge und dem Siltwigsee bezogen. Zwei Tage später werden am Rombakkenfjord die Fronten weiter verkürzt. Auch die Nordgruppe muss dem starken feindlichen Druck erneut weichen. Trotz der Aussichtslosigkeit der Lage denkt niemand an Aufgabe. Beim Rückzug aus Narvik werden die Erzbahn und die Starkstromleitungen zerstört. Unmittelbar nach der Flucht der Engländer aus Namsos treten zur Entlastung der Gruppe Dietl neu herangebrachte Kräfte den Marsch nach Norden an. Norweger und in Bodø gelandete Engländer leisten Widerstand. Sie werden geschlagen. Rastlos dringen die deutschen Truppen über Moss schön weiter nach Norden vor. Die einzige Straße ist von der Schneeschmelze aufgeweicht und kaum passierbar. Mehrmals unterbrechen Fjorde die Straße. Die Fähren hat der Feind zerstört oder weggefahren. Doch unsere Lanzer wissen sich zu helfen. Sie müssen weiter, denn jeder Tag ist kostbar. Abteilung bereits über die Berge klettert, wird hier mit Hilfe eines Lastwagens eine Fähre improvisiert. Berget und Finneid und schwierigen Übergängen über reißende Gebirgsflüsse und tiefe Fjorde wird am 23. der Polarkreis überschritten. Teilweise sind diese Männer von Oslo bis hierher 1100 Kilometer weit marschiert. Kämpfend geht die Truppe weiter. Feuerstein, der Führer dieses Unternehmens. Zum Teil erfolgt der Nachschub nach dem Norden mit Transportflugzeugen. Um den
Einsatz der Luftwaffe auf Narvik zu erleichtern, wird unweit des Polarkreises vom Arbeitsdienst in aufreibender Tag- und Nachtarbeit ein Flugplatz gebaut. 30.000 Bäume werden gefällt und mit Bohlen wird eine feste Startbahn hergerichtet. So kann die Luftwaffe nun auch mit Stukas den bedrängten Narvik-Kämpfern Hilfe bringen und sie zum Ausharren ermutigen. Die Hilfsaktion des Heeres für Narvik, das sogenannte Büffelunternehmen, muss von Sörfold aus, dicht an der schwedischen Grenze entlang, durch ein straßenloses, unbewohntes Gebirgsgebiet geführt werden. Zwischen Sörfold und Narvik sollen 4 Lager eingerichtet werden. Verpflegungs- und Munitionsnachschub können ausschließlich durch Fallschirmabwurf erfolgen. Ungeheuer sind die Schwierigkeiten, die das Gelände bereitet. Die Wetterlage ist außerdem denkbar ungünstig. Ohne Weg und ohne Steg geht es quer durch das Gebirge, durch Landschaften, die zum Teil bisher keines Menschen Fuß betrat. In absehbarer Zeit werden mehrere tausend Mann unsere Truppen um Narvik verstärken. Am 9. Juni erreicht das vorderste Bataillon Lager 2. Die Spitze steht schon kurz vor Narvik. Die Lage der Narvik-Kämpfer war indessen immer ernster geworden. Der Ring schließt sich enger und enger. Noch halten die Gebirgsjäger und Marinesoldaten aus. Da stellen die Alliierten ganz plötzlich ihre Angriffe gegen die Gruppe Dietl ein und räumen sogar am 8. Juni auch die Stadt Narvik. Warum? Die Niederlage von Dünkirchen, der Einsatz starker Stuka-Verbände um Narvik sowie die baldige Auswirkung des Büffelunternehmens zwangen den Feind, den besetzten Raum zu verlassen. Am zähen Widerstand des kleinen Häufchens Gebirgsjäger und Matrosen zerbrachen seine großen Anstrengungen und Hoffnungen. Auf der Rückfahrt nach England stoßen die Engländer unerwartet auf einen deutschen Flottenverband, der auch die Entlastung Narviks herbeiführen sollte. Es kommt zum Angriff. Ein Transporter mit 21.000 Tonnen folgt einem Tanker auf den Meeresgrund. Endlich kommt auch der Langluftzeugträger in Sicht. Die Glorious mit 22.500 Tonnen. Der Zerstörer versucht noch den Flugzeugträger durch eine Nebelwand zu retten. Es ist aussichtslos. Flugzeugträger, Flugzeuge und Zerstörer gehen auf den Grund des Meeres. Auf deutscher Seite sind keine Verluste zu beklagen. Die Norweger sehen ein, dass jeder weitere Widerstand zwecklos ist und setzen am 10. Juni im Hotel Britannia in Trondheim die Unterschrift unter die Kapitulationsurkunde. Der Kampf gegen England in Norwegen ist entschieden. Der Führer selbst hat die Leistungen unserer Wehrmacht mit folgenden Worten anerkannt. Dieser Schlag war das kühnste Unternehmen der deutschen Kriegsgeschichte. Seine erfolgreiche Durchführung wurde nur möglich, dank der Führung und Haltung aller der daran beteiligten deutschen Soldaten. Was unsere drei Waffen,
das Heer, die Marine und die Luftstreitkräfte in diesem Kampf um Norwegen leisteten, sichert ihnen die Bewertung eines allerhöchsten Soldatentums.